Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road to Gold. Ja, heute sind wir als Amumu unterwegs. Der Lucian hat sich gern gewünscht, dass ich irgendwas Tankiges spiele. Eigentlich wollte ich gern Senna spielen. Witzigerweise wurde es von den Gegnern gepickt. Aber ja. Gucken wir mal, wie es läuft. Ich habe ihn schon vorher mal gefragt, ob er... Bin mir nicht sicher, ob er die XP jetzt bekommen hat für die ersten drei Minions. Come play with me. Wave ist leider ein bisschen sehr weit nach vorne gepusht. Asch. Ja, der Exhaust, der war richtig dumm da. Egal, wir haben da den Flash bekommen und den Heal, wenn ich es gerade richtig mitbekommen habe. Das wäre schön, wenn du nicht mitten da drin stehen bleibst. Jetzt mal gleich hier ein bisschen tiefer den Ward rein. Warte. Ein bisschen gehofft, dass sie weiter nach vorne geht. Sehr schön. Okay. Den Move habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Warum ist der Lucian denn gerade so mad? Bisschen aufpassen. Kann da leider echt nicht viel helfen. Ja, ich werde mal gerade beim Drake helfen. Evolution macht er jetzt gerade keinen Quatsch. Ging ihm auch einmal kurz, dass ich kein Mana habe. Dass er jetzt nicht direkt mad ist, wenn ich zurückgehe. Ah, Kindle Gem ist, glaube ich, nicht ganz so verkehrt. Let's find some friends. Ah, er wird sterben. Ach man. Auch später nicht ein bisschen safe, wenn er low life ist. Ach man, warum ist Lucian so mad?
Was? Er hat 5 Paar mehr, aber beschwert sich. Und 7 davon sind von mir. Eigentlich schon gefühlt keine Lust mehr. Oder gegen die überhaupt fighten gerade? Oder eher nicht so? Jetzt gerade nicht. Sie die Krabbe machen? Ich war mir nicht sicher, ob ich den Exhaust überhaupt benutzen sollte. Ah, das war ein bisschen geintet jetzt von mir, aber ich wollte sicher gehen, dass sie nicht wegflashen kann. Obwohl, Flash kann die noch nicht wieder abhaben. Es war dumm. Ja, wir haben da zwei für einen bekommen. Oder haben wir... Ja, zwei, oder? Zwei oder drei für einen. Auf jeden Fall haben wir mehr Kills bekommen. Sagen wir einfach, wir sind gestorben, damit der Lucian die Plates gerade bekommen kann. Ja, da sind wir gerade sehr dumm weggestorben. Ich dachte tatsächlich, wir haben genügend Damage, wenn ich die da nochmal ulte und alles, dass sie dann sterben, aber leider nicht. Sonst wäre ich da auch nochmal kurz drin geblieben. Weil ich dachte, die haben den Damage, dass ich rausflashen kann, um safe zu sein. Aber leider nicht. Okay, da kann ich gleich einen Ward clearen. Das wollen wir auch eigentlich gar nicht fighten. Warum willst du es denn überhaupt? Sehr schön. Come play with me. Schön hätte sich da am besten einfach gerade die Plating holen können. Es wird wahrscheinlich weggegangen sein. Gehe ich jetzt auch nochmal zurück.
Bin mir noch nicht sicher, was es sich für Schuhe gehen möchte. Ich sehe gerade Hextech-Gates sind da. Ist natürlich ganz schön. Die nehmen wir mal mit, ne? Komm, MF, Step nach vorne. Ich glaube, wir können die gerade gar nicht fighten. Sind zu viele Minions da. Obwohl er jetzt mit Krake. Ja, die Wave steht kacke. Die Mitch steht jetzt auch kacke. Ich hätte es einfach nicht anfassen sollen. Aber ich kann jetzt Even Short kaufen. Tun einfach so, als wenn die Wave schon vorher so kacke war. Passt das. Ich bin gerade noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich Armor Boots gehe. Denn das wäre schon gegen die beiden echt geil. Ich glaube, ich sehe mich da bei Armor Boots. Ja, doch, ich glaube, mit dem Gedanken finde ich mich ab. Sehr schön. Senna ist gerade noch Miss. Er hätte ihm mit rechnen können, dass sie darüber geht. Ärgerlich. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, dass ich ihn nicht getroffen habe. Oh Mann, ey. Bin ich damit gerechnet, dass sie da nach vorne flasht? Ich kann verstehen, wenn der Lucian jetzt sauer ist. Senna ist hier oben. Kann man vielleicht auf die. Ja. Natürlich perfekt den Stun mitgenommen. Ach man, ich spiel grad scheiße. Guck ich mal, wenn ich hier Richtung Midlane komme. Nee, du kannst nicht die komplette Midwave da in Ruhe lassen. Schade.
Versuch was wert, da nochmal was zu hitten. Ja, wir haben den kompletten Botturm jetzt verloren. Das ist sehr schlecht. Glaube ich, verkaufe ich mir vielleicht sogar als nächstes Frozen Heart. Könnte ich vielleicht Frozen Heart gehen? Dann maybe Mercs? Wohl. Sehr schön. Fürchtet euch. Ja, Drake können wir free mitnehmen. Ich spare mal gerade ein bisschen Mana. Ist er echt zurückgegangen? Ah ne, der ist nach oben gegangen. Echt. Den Warp nehmen wir doch mit. Vielleicht auch nicht. Spielstopp. Ich möchte ihn da echt gern haben. Vielleicht darf ich ihn mir jetzt holen. Damit rechnet keiner. Come play with me. Ist ja ätzend, wenn ich hier Wards haben. Es hittet ihn nicht. Das finde ich jetzt ein bisschen frech. Sehr schön. Hat der Jorik einen Double Kill bekommen, hat den Turm bekommen. Ich habe tatsächlich nicht gedacht, dass sie das überleben darf gegen den EK, vor allem nicht, nachdem der Stunner nicht gesessen hat. Ich glaube, ich gehe als nächstes Boots. Ich glaube, die brauche ich. Ich brauche ein bisschen den Movement Speed, sonst bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Ich sollte wahrscheinlich Richtung Topside einmal gehen und den Baron da. Wait. Okay, den TP fand ich wild. Bisschen sehr gefährlich eigentlich. Ein bisschen sinnlos. I know use it. Können wir die nicht töten? Dafür würde ich gern gestunt, wenn die Senna ihren Flash raus hat. Sie wird halt auch wissen, dass sie... Oh? Wollen wir da nicht Quatsch machen? Okay. Hallo? Mann, wenn ich das einfach hitte.
wirklich gefressen. Aber das 3 für 1 nehme ich. Ich bin nur ein Support. Obwohl, ich hatte Shutdown. Ja, da mir überlegen, ob ich mir nicht doch heute Mercs kaufen sollen. So ein bisschen gegen schon Fizz. Ich glaube, mit Steel Caps, wenn ich gleich Frozen Heart fertig habe, sollte dann eigentlich schon ganz geil gegen die beiden sein. Oder ist es jetzt schon? Aber das sollte das Ganze dann doch noch ein bisschen besser machen. Das Hexgeld gar nicht genommen. Natürlich ein bisschen ätzend, dass er mit Umbral Glaive da so gut jetzt die Wards clearen kann. Let's find some friends. Okay, Schuss oben. Jorik macht da ganz viel Quatsch. Map ist auch oben. Sehr schön. Wieder ein Standbild. Los, Maiden, töte ihn. Sehr schön. Sehr schön. Schade. Gar nicht gesehen, dass er weggegangen ist. Habe ich erst gesehen, dass mein Stun gehittet hat. Ach, schade. Ja, wichtig ist, wir haben die Seele. Das ist, also ich finde die mega geil, die Hextech-Seele. Wir haben noch nicht einen Drachen bekommen. Können natürlich dann in 5 Minuten schwierig sein, wenn die den Elder Drag kriegen. Aber ich glaube, alles im Allen sollten wir deutlich stärker sein. Nur langsam ein bisschen aufpassen. Die MF kriegt bald ihr zweites Item. Das wird dann so ein Punkt, wo sie nervig wird, aber ich denke, dadurch, dass Solution so ahead ist und wir generell ganz gut dabei sind, sollte das nicht das Problem sein. Vor allem durch den CC, den wir allein durch mich und Seju haben. Easy. Hey Leute, ich kann jetzt nichts mehr machen. So, so. Das ist leider mit meiner Ult und dem Fist nicht gut getimed. Leider auch schon die Stopwatch fertig. Ja, und wieder Toplane TP'n. Das willst du nicht. Du kommst hier nicht weg. Und ich. Also wir können auch Nash machen, ne? Und wir können die MF auch diven. Wenn ich sitte. Mal bitte irgendwas hier hätten.
Ja. Ich möchte jetzt nichts hören. Sie sind alle dumm gestorben. Bleibt dabei, wir hätten gerade einfach den Baron machen müssen. Hätten wir hier jetzt einfach beenden können. Würde ich jetzt einfach mal so ganz frech behaupten. Ja, mit Frozen Heart können die jetzt alle nicht mehr so schnell angreifen. Ich krieg nochmal gut Rüstung. Und ein bisschen Mana. Und was vielleicht auch nicht ganz verkehrt ist, die Ability Haste. Come play with me. Ich würde übrigens mal sagen, der Skin hier passt perfekt zu Halloween. Bloß nicht ablenken lassen, ja. Wenn der Riesenschoder auf einmal aus der Senna-Wolke da rauskommt, das könnte auch ein bisschen ungemütlich werden. Jorik sollte gerade Bot gehen. Vielleicht kriegen wir den Turm ja sogar noch. So ein bisschen. Ist tatsächlich sehr gut, dass die Annie da rausgekommen ist. Können Lucians Damage hier unten gebrauchen. Dann sind wir hier zu viert. Okay, Lucian kommt auch runter. Na, Hekata jetzt tötet. Okay, aber Elder Drake haben wir jetzt for free. Den müssen wir doch niemals aufgeben. Wir haben Elder Drake, wir haben doch. Also, wir haben doch mehr als genug Damage, oder nicht? Ja, und der Jorik beendet dann nämlich jetzt einfach. Hier glaube ich auch auf die Stoppuhr hier. Jetzt gehen wir einfach mit den Waves hier mit. Du kitzelst die Sage auch nochmal. Wir müssen halt jetzt, okay, leider in dieser Wave noch nicht, aber doppelt Super Minions abhalten mit Baron Buff. Und wir haben halt immer noch den Elder Drake. An der Stelle sollte das auch, glaube ich, beendet sein. Schade, ich kam nicht nochmal rein. Aber ich bin nach vorne gelaufen. Sehr schön. Wie ihr jetzt auch seht, ich habe es übrigens endlich hinbekommen bei OBS, dass von LoL selber das direkt hier auf das Menü geht. Dann muss ich das nicht mehr so kacke machen. Wen fand ich denn nett? Lucian auf jeden Fall nicht, der hat viel zu sehr reingechattet. Jorik hat geantwortet, ich glaube Seju. Ja, war doch eine sehr schöne Runde.
gucken wir uns noch einmal die Runen hier an. Hexflash habe ich jetzt nicht benutzt. Hätte man wahrscheinlich benutzen können. Aber hat ja auch so gut geklappt. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Es geht langsam, aber sicher, Richtung Silber 3. Ich glaube nicht mehr ganz daran, dass wir es schaffen. Also zumindest nicht mehr diese Season, wenn die, glaube ich, jetzt langsam vorbei ist. Weiß nicht, irgendwie müsste das ja sein. Naja, sehen wir dann. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.